So, Hallöchen zusammen, Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, Joe und ich testen mal wieder was. Wer war so blöd und hat's besorgt? Natürlich ich. Ist ja klar, ne? Und zwar testen wir dieses Mal einfach hier vorab als Info für euch, denn wenn ich das hier alles noch im Video mit Joe zeige, dann wird's eh nix. Darum dachte ich mir, hier komm, ich mach vorab ein ganz entspanntes Infovideo zum neuen Essenstest, sprich ein Unboxing zu einer Queen Box, nennt sich das Ganze. Russische Süßigkeiten, Großpackungen, 20 Mal Süßigkeiten aus Russland, aus aktueller Produktion, Schokolade, Gebäck, Fruchtgummi, Chips, Partybox, Snackbox, Candy Mix, Russia Snacks. Das ganze Ding hier kostet 19,99, rund 20 Euro. Und ja, so sieht das Bild aus, ne? Und ihr denkt da, wow, ja, das ist eine richtige Box für 19 Euro. Ja, und was ist gekommen? Ja, das hier ist gekommen. Gut, es wiegt 2 Kilogramm, aber du denkst halt wirklich, das ist ein bisschen größer, ne? Diese Box hier hat mal gerade eine Breite von 26 cm, hat hier eine Tiefe von 18 und eine Höhe von 13 cm. Also mehr ist es nicht, das ist nicht wirklich viel. Ihr seht es an meiner Hand, ja? So, wenn ich das öffne, hier steht übrigens Thank you. Wahnsinn. Wenn ich das hier öffne, dann lacht mich das hier alles an. Und hier liegt auch noch ein Zettel drauf. Passt auf. Sehr geehrter, ne? Ich bin der Herr sehr geehrter. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Wir hoffen, dass mit der Zustellung alles reibungslos geklappt hat. Ja. Bitte beachten Sie, dass das Produktionsdatum, Mindesthaltbarkeitsdatum nicht immer auf derselben Seite des Produktes steht. Alle Produkte werden vor dem Versand kontrolliert. So sieht's aus, das Ganze. Ja, es ist ein extrem dünner Karton, wie ihr seht. Also der hält wirklich gar nichts aus. Und wir haben hier auch wieder was zum Trinken mit dabei. Und was das alles ist, das schauen wir uns heute hier in diesem kleinen Vorab- oder Unboxing-Video an. Und mit Joe werde ich es dann in einem anderen Video verkosten. Das wird dann gleich anschließend an dieses Video hier folgen. So, ich tue das mal auf die Seite und fange mal mit dem hier an. Wir merken uns fürs Protokoll 20 Teile. 20 Teile sind drin. Ja, und hier 2,15 Kilo wiegt die ganze Schachtel hier, ne? So, also los geht's hier mit Brotchips, mit Knoblauch. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Das kriegt man ja hier auch bei uns in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Das hier ist so eine Tüte Rustiki. Ich glaube, ich kann es vergessen mit aussprechen. Hier steht auf jeden Fall auf Deutsch Brotchips mit Knoblauch. Ist auch noch ein bisschen haltbar. Okay, also damit geht's los. Knoblauch ist okay, mag ich so. Als nächstes haben wir hier drin, ne, gerösteter Knoblauch. Also man merkt schon, Rumänien nicht weit weg, ne? Karpaten, Dracula und Co. Ist da alles mit Knoblauch drin. Hier irgendwie, was? Bierkrüge mit Schaum drauf? Wie auch immer man das hier ausspricht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gerösteter Knoblauch. Ach, du liebe Zeit. Okay, da bin ich mal sehr gespannt. So eine ganze Tüte. Ja, vielleicht ist es genial. Ich liebe solche Geschmackstests, ne? So, als nächstes haben wir hier eine Flasche drin. Baikal 1977. Einen halben Liter. Sieht eigentlich aus so von der Farbe her wie eine Cola. Ja. Da bin ich echt gespannt. Steht hier irgendwas drauf, was man lesen kann, was das für Zeug hier ist? Ja, hier steht kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk, Baikal, Zutaten. Ja, Wasser, Zucker, schwarzer Teeextrakt, Farbstoffe. Mh, alles Gute dieser Welt. Also auch das hier werden wir probieren. Ne? Schicke kleine Halbliterflasche. Dann eine Riesentüte voll mit diesen Hefegebäckringen von Steinhauer. Hüftkuh. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich meine, ich hätte die mal für Ewigkeiten gegessen, aber ich könnte beim besten Willen nicht mehr sagen, wie das schmeckt. Aber das ist, glaube ich, nichts Süßes, oder? Ich glaube, das ist eher was, was zum Knappern, oder? Ich habe keine Ahnung. Also, wir werden es probieren. So, dann. Ach du liebe Zeit. Jetzt kommt Kleinscheiß. Da ist wirklich Kleinscheiß drin. Wir haben hier irgendwie einen Candyhahn. Ja, so Karamellzucker oder was. Das hier ist ein roter Hahn. Ich hoffe, man kann es ein bisschen
erkennen, irgendwie ein Lolli oder sowas. Da steht jetzt nichts wirklich Prickelndes drauf, außer Hard Caramel, das kann ich lesen. Also auf jeden Fall ein roter Hahn, ja, können wir schlecht zusammen probieren, es sei denn, ja, was weiß ich, auch egal, ne? So, jetzt pass auf, jetzt kommt lauter so Kleinscheiß. Hier, Trixi, was auch immer das ist, irgend so ein Mini-Riegel, der garantiert in einer großen Packung drin war, ja, ich fühle mich hier schon wieder komplett verarscht, aber was habe ich auch sonst erwartet, ne? Also Trixi ist drin, dann haben wir hier, was? Yara BV, ich habe keine Ahnung, ich glaube, das ist auch irgendwie, oh nee, das ist weich, ich habe gedacht, das ist auch so Karamell mit Nüssen, aber das ist tatsächlich, pass auf, das ist, seht ihr das? Das ist richtig weich. Das ist wie Gummi. Wahrscheinlich karamellmäßiges mit irgendwelchen Nüssen. Sind das Haselnüsse? Ja, sieht auf jeden Fall irgendwie nicht wirklich gesund aus. Ja, also das ist drin. Dann so ein Scheiß. Das ist ja wirklich unterirdisch. Einfach so ein Bonbon. Was auch immer das ist. Ja, das ist der Hammer. Fühlt sich knallhart an. Ja, also irgendwie ein eingepacktes Bonbon. Und so geht's ja gerade weiter. Ne? Irgendwas mit einem Löwen drauf. Nicht mal ein Päckchen drin, nur so einzelnes Zeug mit reingeschmissen. Ja, so. Pass auf, was ist das hier? Hier haben wir irgendwie einen Affen drauf und eine Ananas. Auch garantiert irgendwie was aus einer großen Verpackung raus. Ich kann euch bei bestem Willen nicht sagen, was das hier sein soll. Ich habe keine Ahnung. Wenn das jemand lesen kann, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ne? Ein Affe mit einer Banane. So, als nächstes haben wir das hier drin. Irgendwie was Knuspriges. Ja, Special steht hier auf der Seite. Schaumzuckerwarenkonfekt mit Karamellgeschmack in kakaohaltiger Fettglasur. Ja, so sieht es tatsächlich auch aus. Ja. Also, wir werden es probieren. Dann noch mehr von dem Scheiß hier. Leute, was zur Hölle ist das, bitteschön? Ne? Also, wenn es jemand lesen kann oder wenn es jemand kennt, schreibt es mir gerne rein. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Hoffentlich kann man die Sachen auseinanderbrechen oder auseinanderschneiden. So, dann hier nochmal was. Guckt euch das an. Conafetto, was? Bianco. Was ist das? Garantiert auch irgendwie was mit Schokolade und Waffel. Zumindest fühlt sich das Ganze so an. Ja, also, das ist ja der Hammer. Guck mal, nochmal sowas Kleines. Irgendwie Konfekt, fühlt sich hart an. Oder ein Bonbon, dafür wäre es ein bisschen groß. Mal gucken, ob man es zerschneiden kann. Wir werden es probieren. Wir sind halt knallhart, ne? Dann hier nochmal so ein Mini-Riegel mit einer Kuh drauf. Genauso gucke ich jetzt gerade in dem Moment. Ja, besser kann man es gar nicht beschreiben. Steht da was drauf? Nö. Ja, ja, schon, aber ich kann es halt nicht lesen. Ja? Auch irgendwie ein Gebäck oder irgendwas Süßes, glaube ich. So, dann haben wir hier einen Riegel Candy Nut. Hat ein bisschen was von Snickers, ja, mit Erdnüssen. Okay, hier, Nougat und Soft Karamell with Peanuts, ja, Erdnüsse. Alles klar. Sowas lasse ich mir noch gefallen, ja. Das hat ja wenigstens noch irgendwie Volumen, aber ja, pass auf. Was haben wir hier noch drin? Wieder was mit Erdnüssen. Steht hier irgendwie was Lesbares drauf? Ja, keine Ahnung, wir werden sehen. Vielleicht Waffel mit Erdnüssen oder ein Erdnussriegel, so irgendwas in der Art. So, dann wird es hier wieder größer. Wir haben hier, wie rum? Ich glaube so rum, oder? Also, ich kann es nur noch mal sagen, falls es irgendjemand von euch lesen kann, das fühlt sich an wie ein viel zu harter Lebkuchen. Halte ich es überhaupt richtig rum? Gehört es so rum? Ja, aber ich denke mal, da der Greif so rumguckt, gehört es so rum. Also ich glaube, das ist wirklich tiefstes Russland, oder? Also ich bin sehr... Oh, hier steht was drauf. Feigengebäck mit Apfelfüllung. Ich sag ja, wir haben bald wieder Weihnachten. Püree de Pommes. Ja, Apfelpüree. Sehr schön. Also sieht ein bisschen
weihnachtlich aus, das Ganze. Und innen ist auch noch irgendwie eine Prägung drauf. Kann es sein, dass das der Schriftzug hier ist? Kann es sein, dass der Schriftzug hier drauf geprägt ist innen? Wir schauen uns an, wenn wir es auspacken. So, dann habe ich hier nochmal ein Getränk. Ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen. Von Monolith oder wie? Hier, Erfrischungsgetränk Tatschun oder Tadun, ich kann es gar nicht richtig lesen, mit Waldmeistergeschmack. Oh, das finde ich schon wieder sehr interessant. Okay, Waldmeister. Als Kind bin ich voll drauf abgefahren. Mal gucken, wie man es heute damit geht. Und dann haben wir hier noch das drin, was, wie, wo, auch irgendwie so eine Riesenpraline. Mit Waffel und Füllung und dann noch was weiß ich alles drumrum. So sieht das Ganze aus. Also ich finde es sehr interessant. Bin hammermäßig gespannt, ob man da mal so einen ganz anderen Geschmack kriegt, als das, was man halt eigentlich kennt. Ne? So, dann. Ja, dann haben wir noch das hier. Denke mal, da sind irgendwie leckere Milchkekse drin oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ja, Kuh, Kekse, Milchkekse. Ich kombiniere ganz einfach. Ganz ehrlich, würde da keine Kuh drauf sein, würde ich denken, dass ich irgendwie... Ah, hier sieht man es von der Seite, ne? Okay, also das sind definitiv irgendwelche Kekse. Aber wenn man das so sieht, könnte man denken, das wären irgendwelche China-Kracher, ne? Irgendwelche China-Büller. Das ist so eine typische Büller-Verpackung, irgendwie, wenn er mich fragt. Wenn da jetzt eine Kuh mit Rakete drauf wäre, ja klar, China-Kracher. Aber, wie man hier sehen kann, das sind definitiv irgendwelche... dunklen Kekse. Gut, hier kann ich sogar noch ein bisschen rausschieben. Aha, sind viereckige Kekschen drin, mit der Kuh drauf sogar. Mhm, schön. Erinnert ein bisschen an Spekulatius irgendwie, ne? Also, ich bin extrem gespannt. Das war alles, ne? Die Box ist leer. Also, wie ihr hier sehen könnt, jede Menge Riegel und zwei Flaschen. Wie viele Teile haben wir hier? Ich muss mal erzählen, ich habe noch gar nicht gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Sachen habe ich jetzt gezählt. Okay, also das ist alles drin. Keine Ahnung, wie irgendwas schmeckt. Ich bin halt nur gespannt, ob man mal so einen ganz anderen Geschmack kriegt, als das, was man allgemein so kennt, ne? Ja, Joe und ich, wir werden es testen. Die Hard Guys, ne? Die härtesten aller harten Lebensmittelverkoster. Ja, nee, Quatsch. Vergiss das, ja. Ich glaube, wir werden wieder viel Spaß mit dem Zeug hier haben und vor allem testen, wie Russland schmeckt, ne? Heißt Väterchen Russland oder Mütterchen Russland? Ich weiß gar nicht. Ich kenne traurigerweise eigentlich auch nur russische Schimpfwörter, die ich hier gar nicht sagen möchte. Wir gucken wahrscheinlich zu viele Dashcam-Videos. Aber ja, wie auch immer, ich bin sehr drauf gespannt. Vielleicht wird das Ganze hier auch ein Dash essen. Ja, mehr ein Unfall wie eine Lebensmittelverkostung. Aber ja, komm hier. Ich glaube, da sind schon richtig feine Leckereien mit dabei. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Bin guter Hoffnung, dass Joe und ich das abermals überleben werden. Ja, das einfach eine kurze Vorab-Info zu diesen russischen, wie haben sie es genannt? Die russische Party-Snackbox von Queenbox. Ja, also dann ganz viele boxige Grüße. Wir sehen uns wieder zusammen mit Joe. Bis dahin, hey ho. Ciao, tschüsschen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rupi. Yay. Na, zdrowie. Wam.